Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich euch wieder zum neuen Video begrüßen darf, hier heute bei Harley Pfeiffer in Kamen. Wir holen uns heute eine Street Glide ab, die Street Glide Special mit dem neuen Milwaukee 8 Motor. Und ich würde sagen, lass uns mal gucken gehen. Also, los geht's. Hallo zurück und hier mein erstes Fazit über die Street Glide Special 2017 bei dem Sauwetter. Gegenüber der Twin Cam ist der Motor durchzugsstärker und man merkt, sie will nach vorne. Man kann schon sehr schaltfaul werden, da die Glide auch in niedrigen Drehzahlen und hohem Gang gut aus dem Pushen kommt. Klar hat sie auch gut 55 Kubik und nur 3 PS mehr als die Twin Cam Version. Ist der gefühlte Unterschied schon sehr groß. Die Bremsen beißen hervorragend und die Reflexbremsanlage erspart einem das Betätigen der Fußbremse. Somit bremst die Glide immer gleichmäßig und man benötigt keinen Anker mehr. Das Fahrwerk ist straff, aber bequem und lässt das Dickschiff sicher in die Kurven gehen. Man hat nie das Gefühl, dass irgendwas flattert. Der Sitzkomfort ist sehr gut und man kann ohne Probleme einige Roadtrips ohne Rückenprobleme damit durchziehen. Was mir negativ aufgefallen ist das Getriebe. Im Milwaukee bekommt man es wohl nicht auf die Reihe, die Gangschaltung so zu bauen, dass man im Stehen ohne Probleme die Neutralstellung schalten kann. Dies ist auch bei der Glide ein Problem,
und man steht manchmal da wie ein Depp. Ansonsten ein sehr schönes Motorrad, den klassischen Harley-Tourer-Kurven und für einen Tourer auch recht sportlich. So, nun bin ich am Ende meines kleinen Ausflugs und ich kann euch nur noch ans Herz legen, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Zudem danke ich Harley Pfeiffer, dass sie es möglich gemacht haben, mir diese Probefahrt in dem Umfang zu ermöglichen. Aber jetzt ab ins Trockene, haut rein Leute und bis bald. Und ciao.